Hallo, meine lieben Heizstrahler und willkommen zu einem weiteren Notfall-Broadcast. Ja, die Heizung ist immer noch nicht in Ordnung. Ich muss gerade niesen. Auch lange nicht mehr rauszuschneiden gehabt, so ein Nieser. Und ja, im Moment ist es so, dass Heizstrahler im Flur stehen. Sorry, der deutet sich nach Ritteln an in der Nase. Ich hoffe, das bleibt jetzt weg. Heizstrahler im Flur stehen und während ich hier aufnehme, muss ich halt die Tür zumachen. Dann nutzt mir die Heizstrahler halt nichts mehr. Deswegen momentan Notfall-Broadcast. Aber ich habe für heute noch ein zweites Video geplant gehabt und das habe ich zum Glück schon vorher aufgenommen. Das heißt, heute spät Nachmittag abends kommt auch noch mal ein reguläres Steinklein-Video. Abseits der Adventskalendergeschichte. Ernsthaft, jetzt fängt der Schnupfen an, wenn ich anfange aufzunehmen. Ist wieder typisch. Okay, aber die Adventskalender gehen trotzdem weiter mit Tatkraft, Mut und Durchhaltevermögen. Hier funktioniert alles, auch wenn nichts funktioniert. Und deswegen kurz der Rückblick. Wir hatten gestern auf dem ersten Platz Lego City mit einer Friar McCloud-Minifigur, auf dem zweiten Platz den Haarigen Töpfer mit einer Ron Weasley-Minifigur und auf dem dritten Platz Star Wars mit einem Dio-Mini-Druiden. Alle drei Kalender waren gestern wirklich stark und gut, aber es kann nur einen Gewinner geben und es muss einen Verlierer geben. Also ist das das Ergebnis. Gut waren aber tatsächlich gestern alle drei. Mal schauen, ob sich das am 11. Dezember fortsetzt. Beginnen darf natürlich City. Und schauen wir mal, wo die Elf überhaupt ist. Die Elf ist hier oben. Wunderbar. Und oh, das sieht nicht gut aus für City. Das sieht nicht gut aus für City. Einfach weil dieses Mikrobild-Auto nicht sehr vielversprechend aussieht, aber vielleicht wird es ja besser, wenn es zusammengebaut ist. Wir werden gleich sehen, wie es ausschaut. Wie um Himmels Willen. Okay. Okay, das ist vorne, das ist hinten, das ist Mitte. Ha, hab was rausgefunden. Okay. Neben halt. Wo sind meine Teile drin? Okay, geht auch so, weil die kommen noch dazwischen. Ah, Bauanleitung in einem Schritt. Ich liebe sie überhaupt nicht. So, jetzt der 1x2er. Okay. Und jetzt das Teil. Und okay, dann kriegt er noch Rücklicht. Bin aber uns ziemlich sicher, dass es ein Feuerwehrauto wird. So, und du, und du, und du. Ich habe uns jetzt in einem der Lego-Bücher gesehen, die Dinger heißen natürlich Steckerplatten. Haben wir ein neues Wort gelernt? Werde ich ab jetzt hier verwenden. Steckerplatten. Statt dem englischen Jumperplates. Gut zu wissen. Haben wir wieder was gelernt für heute. Und dabei sind wir erst beim ersten Modell des Tages. Well, diesem kleinen Leiterwagen. So, ein Rad noch. Dann kann er auch fahren. Wunderbar. Ist doch gar nicht so schlecht. Also da habe ich, das sah auf dem Bild irgendwie blöder aus. Ich meine, gut, ne, aber Mikrobild halt. Ist doch gar nicht so schlecht. Also für ein kleines Feuerwehrauto ist er durchaus ganz niedlich. Das kann man durchaus mal machen. Wir haben ein paar Steine übrig. Einzelpinöppel, beide mit Loch. Sehr gut, weil meine Kiste für Einzelpinöppel ohne Loch ist komplett überlaufen. So kann ich die wenigstens noch in meine Sortierkisten packen. Und es folgt der haarige Töpfer. Auch der hat heute was zum Bauen. Das Ding hatten wir letztes noch in groß da, im Grunde. Diesmal kann er sich nicht drehen und hat einfach eine Socke dabei. Es ist ein Kamin. Ein kleiner Kamin. Ein sehr kleiner. Wenn man da durchs Flurnetzwerk will, dann muss man schon ein Hauself sein, sonst hat man ein ernsthaftes Problem. Aber vor allem muss man danach zum Arzt oder zum Masseur, weil Gott wird das wehtun, wenn man da rein teleportiert. Greifer, warum auch immer. Ja, ich vermute, der gehört zu einem größeren Teil.
Es gibt nämlich einige Sachen im Adventskalender des Haarigen Töpfers, die. Ah, okay. Die aus mehreren Tagen zusammengesetzt werden. Das ist auf jeden Fall eine spannende Idee, wird aber bei der Bewertung nachher möglicherweise noch zu Problemen führen. Oi, hier geblieben. So, bau mal eine Socke. So einfach geht stricken. Habe ich nie gekonnt, jetzt kann ich stricken. Hey, also zumindest ein Lego. Ich kann eine Socke stricken. Meine Großmutter wäre stolz auf mich. Okay, wir haben unseren Sockenkamin. Zu Weihnachten mit einer kleinen Flamme, mit einer Stange davor, damit man sich nicht die Füße verbrennt. Oder als Stolperfalle, wenn man aus dem Flurnetzwerk kommt. Sorry, Harry Potter und das Flurnetzwerk, das ergibt einfach so viele komische Situationen, ich kann es nicht vergessen. Und hier haben wir eine kleine Baumelsocke. Ui, oder ein Propeller. Geht auch. Und relativ viel Teil übrig. Nochmal ein Feuerchen und ein paar Fliesen und ein Technikpin. Okay. Okay. Und Star Wars wird es wahrscheinlich auch ein Minimodell bringen, denn wir hatten jetzt zwei Figuren hintereinander. Jawohl. Gott, echt sorry dafür. Wir haben den Millennium Falcon. Oder wie in der alten deutschen Synchro noch geheißen hat, der rasende Falke. War eigentlich ein schöner Name. Aber ja, Schiffsnamen übersetzen ist halt nicht mehr so. Oh Gott. Oh. Ich habe ja schon viele komplizierte Anleitungen auf einer Seite gesehen, aber um Himmels Willen. Das könnte ein bisschen dauern, bis ich raus habe, wie das denn jetzt hier gedacht ist. Vielleicht ergibt es sich auch anhand der Teile, die gleich übrig sind, die dann noch nicht offensichtlich sind. Mein Gott. Also das hier ist der die Kapsel. Ist dann noch mal, da ist noch mal eine graue Nappe drunter. Dann oh Gott, ja. Habe ich schon oh Gott gesagt? Also dieses Ding ist kompliziert. Okay, das hier ist noch relativ eindeutig. Und das. So und so. Also wenn ihr eine Bauanleitung braucht, ich glaube, dieses Video dient nachher als Bauanleitung für das Ding. Weil, wow. Wow, Gefuddel. Ein schönes rheinländisches Wort, das viel mehr Leute kennen sollten. Gefuddel. Das sieht halbwegs richtig aus. Das nicht. Ah, okay, das ist nochmal, das ist dieses Teil. Dass das nochmal, das hier hinten nochmal das Teil ist, das sieht man nach der Anleitung wirklich gar nicht. Es sei denn, man merkt, okay, hier muss eine Verbindung hin. Dann wird es klar. Da haben die was angetan. Das ist auch noch mal so einer. Okay, wir kommen. Nein. Da muss noch was drunter sein. Dann mache ich noch mal so einen roten drunter. Das ist da zwar nicht zu erkennen auf dem Bild, aber ich muss den definitiv eine Platte höher kriegen. Das kann gar nicht anders sein. So. Und. So, so und so, okay. Haben wir? Ja, ich glaube, jetzt haben wir. Oh Gott, habe ich. Ich sage einfach nochmal, oh Gott. Das ist unglaublich. Also, wow. Am Ende kommt man beim Ergebnis an, ja, aber
Wow. Wow, da muss man erstmal durchsteigen. Aber das ist unser kleiner Millennium Falken, unser kleiner rasender Falken, unser kleiner, wie auch immer das Ding auf Französisch und auf anderen Sprachen hieß. Die sandfarbenen Elemente sind ein bisschen komisch. Aber jo, das ist dann, glaube ich, die Satellitenschüssel. Nett eingebaut. Auf der einen Seite von der Bautechnik ganz interessant. Auf der anderen Seite dermaßen interessant, dass man die Anleitung erstmal verstehen muss. Ist vielleicht nicht die ideale Idee gewesen für einen Adventskalender oder Bauweise. Von der Größe eigentlich perfekt dafür. An der Stelle sage ich, Leute, legt uns bitte einen Zettel mit wenigstens zwei Schritten bei. Das ist, ja, Gefuddel. Auch wieder ein schönes Wort, das ich nur noch wiederholen kann. Und ganz ehrlich, dafür kriegt der Star Wars heute den letzten Platz. Das hier ist ein wirklich schöner Kamin und der Feuerwehrwagen ist durchaus in Ordnung. Und damit haben wir unsere Dreierreihe. Es gewinnt der haarige Töpfer, gefolgt von City und hinten am Ende Star Wars. Und damit sage ich bis morgen.